Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, es ist wieder montags Bastelspaßzeit und unser Thema ist diesmal Kuschelwetter. Habe ich denn gedacht? Kuschel, Kuschelwetter. Ja, mach's was mit kuscheliger Wolle, sage ich jetzt schon. Mach's was mit kuscheligem Stoff. Und da habe ich mir gedacht, was könnte es sein? Vielleicht ein Schäfchen. Und jetzt machen wir aus diesem Stück Stoff, dem niedlichen Mondgesicht, genau zwei kleine Drahtstücke, ein Abstandshalter, Muscheln, ein bisschen Pappe, ein Bleistift und eine Schere und Klebepistolenmunition. Und ein Lineal, daraus machen wir jetzt ein Schäfchen. Das Lineal brauche ich bloß, um euch zu zeigen, wie lang ungefähr der Draht sein soll. Meiner ist so 10 cm ungefähr. Kann auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Und jetzt fangen wir einfach an. Ich habe gedacht, machen wir erstmal die Grundbasis. Dann nehmen wir uns Wir nehmen uns ein Stückchen Karton und malen hier das ab. Und dann machen wir noch einen Bauch ran. Das ist ja bloß das Hintere, wo wir das aufkleben, den Stoff. Bisschen kleiner. Und dann können wir schon ausschneiden. Einfach so ein bisschen hin und her. So ist das ja auch, wenn ein Schäfchen Wolle hat. Ein bisschen. Ja, kringelig. Hier machen wir das auch so. Und dann haben wir schon die Basis für unsere Schäfchen. Insgesamt habe ich drei gemacht. Habt ihr ja schon gesehen auf dem Thumbnail. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht, aber ihr wisst es schon. Zauberei. Ja, das kommt hier so rauf. Genau. Schon mal ein bisschen beiseite legen. Dann schneiden wir uns noch einen kleinen Kreis zurecht. Die Öhrchen und dann noch die Haare hier oben. Ich schneide mir immer so ein Quadrat. Ihr könnt euch auch eine Schablone machen. Klar. Und dann schneide ich hier so die Ecken ein bisschen ab. Dann habe ich schon einen Kreis. Es muss nicht genau rund sein. So ein bisschen puffelig, pummelig, genau. So, die überstehenden Fitzelchen können wir noch abmachen. Ich habe jetzt noch einmal so einen blauen Kuschelstoff. Ich glaube, das war mal so eine Art Babydecke, glaube ich. Und das andere, das Lila, was wir noch sehen werden, das ist auch eine Jacke, die. Da fehlt jetzt ein Arm. Habe ich eine Weste draus gemacht. Ja, jetzt machen wir noch die Öhrchen. Da schneiden wir uns so ein Stück zurecht. Dann lege ich das so zusammen. Und dann schneide ich zwei Öhrchen raus. Einfach so ein bisschen rund unten und dann wieder gerade hoch. Also ein bisschen schräg. Und dann habe ich die zwei kleinen Ohren, die Kuschelwuschelohren. Und dann hier oben noch so ein bisschen ein Toupet. Sagen wir mal ein Toupet. Ein kleines Toupet. Sagt man ja auch nicht, ne? Oder? Man sagt es doch. So. Mal, ob es passt. Warum? Ja, oh, ist doch schon niedlich. So, jetzt brauchen wir noch die Arme und Beine, die Hufe. Die machen wir uns jetzt aus Muscheln. Nehmen wir rosa Hufe oder nehmen wir grüne Hufe oder nehmen wir lila Hufe. Lila nicht.
Rosa oder grün? Nein, rosa. Das sind die für die Füßchen und das sind die für die Hände. Und da habe ich mir das so gedacht, wir schneiden hier ein bisschen ab, dann sieht das runder aus, dann passt das mehr die Form eines Hufes. Und dann schneiden wir hier einfach einen kleinen Schlitz rein und dann machen wir hier so zwei Dreiecke raus und dann haben wir so die Form eines kleinen Hufes. Hufes. Ja. Ja, das mit dem Huf. Erst wollte ich es aus Pappe machen und dann lag auf meinem Tisch, zufällig lag auf meinem Tisch diese Muschel. Und dann denke ich, die sehen ja so bald so aus wie Hufe, wenn man sie ein bisschen zurechtschneidet. Und tatsächlich, mir hat es gefallen und dann sind die kleinen Hüfchen entstanden. Und dann hatte ich auf meinem Schreibtisch auch noch einen Draht liegen. Auch dieses war günstig. Brauchte ich mich gar nicht weit wegbewegen und hatte alles da, was ich brauchte. Mein Prototypchen ist lila. Das hat ein bisschen dünneren Draht, aber leider hatte ich den nicht mehr. Der ist hier ein bisschen fester, es ist ein bisschen mehr Fummelei, um es zu biegen, aber es geht trotzdem. So, fangen wir hier an. Ich stecke von vorne den Draht hinein, ungefähr so einen guten Zentimeter. Biegt mir das dann hier so zusammen. Ein bisschen drücken ordentlich. Und dann drehe ich das nach oben. Und dann drehe ich mir das hier so rum, dass das Gebogene nach hinten kommt. Und ein bisschen festhält das Ganze. Damit das nicht hin und her wackelt. So, und jetzt biegen wir uns das ein bisschen so hin. Und dann geht das hier durch den Stoff. Wenn es ein bisschen zu groß ist, sehe ich schon, ich glaube, es ist ein bisschen zu lang, dann knipsen wir noch was ab. Aber wir schauen erstmal. So. Wenn es nicht so ganz so mit dem durchstechen will, müssen wir uns noch eine Nadel nehmen, aber es geht. So. Dann gehen wir hier wieder rein. Gehen wir hier wieder rein in die gute Stube. So, ist ein bisschen fummelig, aber ich mag ja solche Arbeiten gerne, wo man ein bisschen rumbasteln kann. Oh, wieso hat sich das jetzt hier so rumgedreht? Das ist gar nicht gut. War auch andersrum eben, ne? Dreht sich von alleine, wie es will. So, so ist besser. Ja, machen wir es so, ja, mit den Füßchen. So, stecken wir das hier durch, auch wieder von oben. Wenn es nicht möchte, dann müssen wir uns ein bisschen anstrengen. Löchlein zu klein, ist der Draht zu groß? Nein, es passt. So, jetzt haben wir hier ein bisschen zu viel, aber das schneiden wir ab. So, jetzt wieder umbiegen und dann nochmal nach vorne richtig und dann machen wir wieder so. Und so. Sehr schön. Hält das auch. Hier drücken wir noch ein bisschen nach. Oh je. Nicht, dass es abreißt. Das wollen wir nicht. Ja. So. Oh. Die schicken Hufe. Das schneiden wir hier noch ein bisschen ein. Damit das auch hufemäßig aussieht. Und jetzt werde ich mal ein bisschen Musik einspielen und mache dann
das obere. So, soweit sind wir jetzt. Ärmchen dran und Hufchen auch. Und jetzt brauchen wir es bloß noch aufkleben und dann ist unser Schäfchen schon fertig. Ja, und dann habe ich gedacht, basteln wir noch eine Karte, wo sich das Schäfchen dann beim Kuschelwetter auf einem Bettchen mit Kissen ausruhen kann, habe ich mir so gedacht. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Oh Gott, ich meinte hinkriegen oder hinbekommen. Oh Gott. Ja, so ist das mit dem Rumgefasel und Rumgequatsch. Ja, sehr schön. Jetzt gibt es das Köpfchen auf den Milch, Tetrapack, Deckel. So. Oh, ich finde das niedlich. So. Aber erst die Öhrchen. Kommt die Frisur dran. Gucken wir rum, so, ne? Ja. Au, ja, das war klar. Aha. Ja, wenn das nicht passiert, wäre ja auch traurig, ne? Au, au, au. Aber wir halten das durch, aus. Wir halten durch. Ja. Eine schicke Frisur. Ja. So sieht das kleine Schäfchen aus. So, jetzt mache ich eine kleine Pause, suche mir mein Kartenrolling zusammen, guck an, welche der drei Schäfchen auf die Karte raufpassen würde. Und dann geht's gleich weiter. So, ich habe mir meine Schäfchen mal zusammengesucht und habe hier, Moment, muss mal ein bisschen weiter nach oben, habe mir hier so ein Karten-O-Link zurechtgeschnitten. Wie groß ist er denn? Ich habe einfach ein A4-Blatt genommen, gefaltet und dann hier ein Stückchen abgeschnitten. 13 mal 21 ist der Rohling, aber den kann man ja anpassen, wie man möchte. Aber er muss schon ein bisschen größer sein, denn ein bisschen soll ja was auf die Karte rauf. Hier habe ich noch so ein Stück geprägtes Papier, vielleicht als Kuscheldecke, als Unterlage. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was ich machen könnte. Ich habe mir ein bisschen was zusammengesucht. Hier habe ich noch die Reste. Hier habe ich ein Blatt. Vielleicht kann man das hier so rauf machen. Und dazu würde ja dieses passen. Hm. Oh, sieht schon ganz gut aus. Aber die beiden Farben, die harmonieren ja sehr, sehr gut hier. Obwohl das Rosa auch passt. Aber das finde ich eine perfekte Symbiose. Das Grün und das Lila. Und dann habe ich hier noch so ein Kissen gemacht. Das ist ein Kissen von meinem Memo-Board. Da fehlte mir ja eins, das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Das ist runtergefallen. Das habe ich heute gefunden. Deswegen musste ich ja ein anderes nehmen, so ein glänzendes.
Sieht natürlich auch cool aus, aber ich hatte schon an mir gezweifelt. Ich kann nicht zählen, aber ich konnte zählen. Es ist wohl so runtergefallen. Ja, vielleicht hier so ein Kissen. Ich habe hier auch noch eine Socke. Die habe ich so ein bisschen klein geschnitten, vielleicht mit Zudeck. Und hier, das Blaue. Oh nein, das ist zu blau und passt das Rosa dazu. Ein bisschen gewaltig mit dem Kissen. Das passt leider nicht. Du darfst heute nicht mit aufs Bild, ins Video. Ding, 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 ding. Das ist auch nicht so die Sahne. Vielleicht als Kopfkissen hier, wenn man hier ein Stück abschneidet. Probieren wir mal aus. Hier von der Socke das Vorderteil. Wenn wir hier ein bisschen was reinfüllen, hier die Reste von da, haben wir ja schon ein kleines Kissen. Das kleben wir dann zu. Und dann gucken wir mal. Auch irgendwie blöd. Platte. Nee, sieht auch komisch aus, darf auch nicht mit. Rauf. Dann haben wir hier noch die Reste von unserem Schäfchen. Wenn das nicht so hoch ist, ist das, glaube ich, besser. So. Dann passt das da ja nicht rauf. Aber das Blaue würde ich ja zu gerne nehmen. Den finde ich so drollig. Hier, und das als Zudeck. So, vielleicht. Ja, dann könnte man es hier festkleben und dann könnte man es hier aufmachen. Und dann sieht man das ganze Schäfchen und dann kann man es wieder schließen, wenn man möchte. Und dann, oh, man macht es auf. Eigentlich könnte man vielleicht noch hier einen Magnet dran machen und dann kann man das Schäfchen wegnehmen und dann hat man eine Karte mit nur einem Bett. Könnte man machen. Ja, aber das machen wir nicht. Wir legen das Schäfchen rein. Das Kissen ist, glaube ich, ein bisschen klein, ne? Damit das hier ein Stück abschneiden vielleicht. Aber von der Farbe her ist das nicht so schön. Das Kissen. Wir probieren es mal aus. Einfach nur so hinlegen, ohne dass wir was reinfüllen. Soll ich das wieder so klein gemacht? Bin ich denn blöd? Mann, Mann, Mann. Gucken wir mal. Ja, vielleicht bis hier so. So. Kann man vielleicht wieder eine Nackenrolle machen? Denn zudecken, das mal hochheben. Sieht auch merkwürdig aus. Das Rosa fand ich am besten. Jetzt schwirren hier mal die Fussel rum. Ja, ich muss mal kurz noch ein anderes Stückchen Rosa holen. Ja, alles mit runterreißen. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt rausgeschnitten, wie ich hier hin und her laufe und die ganzen Sachen suche. Das ist ja auch nicht lustig, wenn man da nur auf das Bild starrt und keiner sagt was. So, wir machen das jetzt mal ein bisschen größer. So. Ich glaube, das ist dann ganz hübsch. An der Seite auch noch was sieht. Hier so kuschelig im warmen Bettchen. Oder? Ihr könnt es auch noch mal ausprobieren. Nur, dass wir mal gucken, wie es aussieht.
Ach ja, siehst du, sieht gut aus. Machen wir dann so. Ein bisschen ab. Da auch. Ja. Wunderbar. So. Die Zudecke, die wir hier unten nur festkleben, damit wir auch das Schäfchen aufdecken können. Ja, so, jetzt brauchen wir noch einen Text, den wissen wir ja, er heißt Kuschelbette. Da bin ich wieder. Meine drei Schäfchen freuen sich, dass sie bei mir wohnen dürfen. Dieses wird bald auf Reisen gehen. Ist ja schön warm verpackt, wenn man einmal so macht. Ui, ist die Decke runtergerutscht. Und das ist eine interaktive Karte. So einfach geht's. So, wird wieder ein bisschen runtergedrückt. So, dann ist die Decke wieder schön zu bei meinem kleinen Schäfchen und machen wir zack. Oh, wieder alles zu sehen. Das ist ja nicht schön bei Kuschelwetter, da müssen wir uns zudecken. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Kuschelwetter mit einem coolen Kopfkissen, so Art kleiner Nackenrolle. Denn unser kuscheliges Schäfchen, eine kuschelige Decke. Jetzt haben wir aber viele kuschelige Sachen. Und dann noch zwei andere kuschelige Schäfchen. Ein rosa und ein lila Schäfchen. Ein lila Schäfchen. Ja, ich finde die Idee mit den Muschelhufen richtig schön. Und freue mich wieder, dass ihr bei mir zugeschaut habt. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr auch bei den anderen lieben kreativen Raun reinschaut. Unter dem Hashtag Montagsbastelspaß findet ihr viele tolle kreative Videos. Und wenn ihr Lust habt, bei uns mitzuwerkeln und jeden Montag nach einem bestimmten Thema eine Kleinigkeit bastelt, natürlich kann es auch ein Kraftupdate sein. Es muss kein Tutorial oder ein Watch mit Kraft sein. Einfach eine Kleinigkeit und man gebastelt. Man bastelt halt gemeinsam etwas und das finde ich immer schön. Deswegen gibt es ja auch so viele tolle Kooperationen und Gruppen, in denen man gemeinsam tätig ist. Das finde ich immer schön, wenn sich liebe Kreative finden und gemeinsam etwas machen. Ja, dann freue ich mich, das habe ich schon gesagt, ne, dass ihr zugeschaut habt. Ha, macht ja nichts, doppelt hält besser. Dann sage ich wünsche euch eine wunderschöne, kreative, kuschelige Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao.